Hallo, willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. Mal ein bisschen anderer Start, ganz einfach, weil ich, glaube ich, ganz knapp in der Zeit bin, um noch was hier unten zu machen. Ich habe zumindest Schiss gehabt, dass ich hier dann ein bisschen dass ich da ein bisschen zu knapp dran bin, aber passt schon. Beschütze das Gerät, 83 Informationen kriegen wir da. Wir machen das jetzt einfach mal, komm. Dachte, das wäre für was anderes gewesen, aber du, 83 Info. Sie scheinen eine besonders gefährliche Gruppe von Kreaturen in dieses Gebiet geschickt zu haben. Oh. Selbst Edwin scheint sie kaum kontrollieren zu können. Ich rate zu äußerster Vorsicht. Und die Mogs sind da. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Field Medic. Ich glaube, das wird wild. Ich nehme Sparky mit. Weil der ja schon ein bisschen nicht so angeschlagen ist. Wir haben keinen Tech-Specialist. Okay. Dann sollten wir vielleicht darauf achten, dass Sparky keinen Schaden kriegt. Ich habe gesagt, ich möchte Fan demnächst wieder ein bisschen Action geben. Bitteschön. Assault Infantry. Ne, warte mal. Combat Engine noch einer? Bin mir nicht ganz so sicher. Marksman wäre nicht schlecht. Komm, und ein Zapper. Dann nehme ich jetzt mal. Ja, die sind beide ein bisschen angeschlagen, was das hier angeht. Wille. Ich nehme mal Lies, weil die deutlich mehr Life hat. Das mit Wildheit ist ein bisschen mies. Mutons können zurückhauen. Nehmen wir an mich selbst. Vielleicht nicht unbedingt mit Fan in den Nahkampf reinhauen. So, verstärkter Rahmen. Vergesst immer, dass er so anders aussieht dann. Komm, dir geben wir jetzt einfach nur den normalen Predator-Anzug. Aber du kannst auch die Arashi benutzen. Das ist krass. Aber dann kriegst du trotzdem die Magnetkanone. Welche nimmst du denn? Extra nachladen? Nee, warte mal, du nimmst das Ding hier. Du bekommst die Schroti. Du könntest den Spider-Anzug nehmen. Oder den Exo. Ich glaube, du nimmst den Exo-Anzug. Das sieht ein bisschen kaputt aus hier oben, aber ist egal. Solange es funktioniert, ist alles tippitoppi. Du könntest den Spider-Anzug nehmen. Pistole. Ja, Pistole für dich auf jeden Fall. Zielsicherheit und Sofortkill wäre vielleicht eine Idee. Oder die Magazingröße und die Crit-Chance. Ah! Sofort Kill. Okay. Dann haben wir hier unten alles drin, was wir brauchen. Was nehmen wir hier mit? Du bekommst Drachengeschosse mit. Bin mir nicht sicher, ob wir Bluescreens brauchen werden. Wir hatten schon. Ja, komm, notfalls nehmen wir welche mit. Andererseits. Wildheit und Mox hört sich nicht so gut an für das. Nee, komm, dann kriegst du Gift. Was nimmst du denn mit? Von ganz weit hinten, was könnten wir denn da brauchen? Eigentlich nicht viel. Imitationsteil. Und bei dir nehmen wir auf jeden Fall Frostbombe mit, danke. Du könntest dann noch. Ach nee, komm, Bluescreens sind irrelevant. Du nimmst auch noch ein Imitationsding mit. Und eine Gasgranate? Hm.
Machen wir so? Machen wir so. Auf geht's. Das ist so krass, dass hier das Ding da kaputt ist. Und ich habe die Skyrange aber noch nicht umgebaut. Mann. Sag ich schon seit Folgen, ne? In Position für den Einsatz. Zerborstener Schleier. Gucken, ob sich das rentiert. Nur für die Info. Wir haben ja letzte Mission mit einem Hack 50% schnelleres Scannen mit unserer Avenger freigeschaltet. Da freue ich mich schon drauf, dann gleich für den oder die extra Soldaten zu scannen. Wir haben ja auch schon die Unterkünfte modifiziert, dass wir da ein bisschen mehr haben. Also mehr Platz, 50 statt 40. Da können wir mal demnächst ein bisschen ein bisschen mehr Leute reinholen. Vielleicht auch durch Rekrutierung. Die sind momentan, glaube ich, ein bisschen teuer. Aber das sollte auch demnächst vergehen. Und wenn nicht, wir haben momentan so viele Supplies. Was es uns momentan ein bisschen schwieriger macht, Sachen zu bauen, ist das Fehlen von Legierungen und so. Jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Wir stehen oben. Dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Unsere ich habe keine Bluescreens mitgenommen, ne? Korrekt, Commander. Die Aliens haben ihre wildesten Einheiten auf dieses Gebiet losgelassen. Das ist schon ordentlich, was da steht. Das ist schon nicht wenig. Wir rücken jetzt erstmal richtig vor. Wir bleiben auch oben stehen. Bin unterwegs. Na, das ist unser Spark. Oh, er ist einfach mal hier so ein bisschen inspiriert. Da kriegt er einfach mal random Fähigkeitspunkte. So geil. Und jetzt hoffen wir, dass wir nicht aufgedeckt werden. Also da ist schon ordentlich Aktivität am Start, ne? Also da tummelt sich alles. Was war das? Ein Chrysalid, okay. Sollen wir mal hier anfangen? Ich bin gerade überlegen, wo wir die Rakete reinpacken sollen. Eigentlich wäre es schon sinnvoll, irgendwo hier. Einfach nur, um eventuell auch Explosionsradius zu gering. Ich nehme trotzdem mal das hier. Auch wenn wir hier Rüstung hätten wegsprengen können und da unten auch. Der Berserker macht mir ein bisschen Position Angst. Gefährdet. Er triggert alles. Aha! Insta-Kill. Ziel neutralisiert. Das hätte nicht besser laufen können. Ah, Streifschuss. Fuck. Schaden am Ziel. Munitionsmenge kritisch. Okay. Mit Papa können wir auf jeden Fall eine Mine nach unten werfen. Ah, fuck, ich hätte den zuerst machen sollen. Scheiße. Ich vergesse das jedes Mal, dass wir den haben. Jedes Mal vergesse ich das. Halt nicht resten. Okay, mit dem Flammenwerfer kommen wir dahin. Das halten Sie nicht lange aus. Immerhin kostenlos.
Das könnte ihn töten. 10 Schaden ist richtig nice. Der ist normalerweise im Arsch. Der sollte verbrennen. It is clear. Oh ja. Der hintere Berserker, müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich schmeiß hier auf jeden Fall noch eine Mine runter. Denn irgendwo hier sind auch Krystalliden am Start. Wir hätten hier nur Gasgranaten. Wir könnten den hinten auch frosten. Aber nö, komm. Lass mal hier einfach einen abgasen. So, Lupus. Ich glaube, ich bewege Max erstmal. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Da kam Lupus auch ein bisschen weiter. Bin dabei. Und du siehst echt nur den Dude. Ah, gut. Schon unterwegs. Da machen wir jetzt Folgendes. Sicherheitshalber werde ich mal hier eine Rauchgranate bei uns hinschmeißen. Ich schmeiß die mal so hin. Papa hat ja immerhin ein bisschen Schilde da oben. Max. Da war die Gasgranate vielleicht auch umsonst, ne? Aber Hauptsache, das Viech ist weg. So wird's gemacht. Wurde gesehen. Oh oh. Es lebt noch. Chosen. Der kann aber auch nicht genug von uns kriegen, oder? So viele Möglichkeiten. Genauso wie mein Kuschelkäfer hier gerade. Und so wenig Zeit. Er ist echt auch da am Start in letzter Zeit. Wow. Das ist ein Auserwählter der Ältesten und er wird uns das Leben nicht leicht machen. Wir sollten ihn so schnell wie möglich ausschalten. Naja, immerhin die Minen gerettet. Oh, die kann da hochspringen. Dass ich auch so leicht zu Boden gehe. Oh, scheiße. Oh, das hätte ihn töten können. Das hätte ihn sowas von töten können. Holy fuck. Wie? Das ist meine Frage. Alright, I'll go. Schon unterwegs. Zum Glück haben die hier keinen automatischen Angriff. Zum Glück habe ich hier. Bewegen, das wird schon wieder. Medikits dabei. Ok,
erstmal den einen rausnehmen. Happy now? Freut euch. Und den anderen auch gleich mit. Relance ist echt nice. Okay. Sollen wir mit dem Rest erstmal Overwatchen? Ich glaube ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, da loszutigern mit dem halben Trupp. Oh. Das hätte echt böse ausgehen können für Max. Also ich hätte ihn da fast verloren. Und die ziehen immer noch aus meinem Pool. Ne? Panzerung getroffen. Mmh. 80%. Lies. Rüstung hält stand. Is it clear? Zieh los. All right, I'll go. Sechs Sterne, nur weil es ein Streifschuss war, ansonsten wäre der richtig direkt weg gewesen. Okay, wir müssen loslegen. Wen hat er denn markiert? What the hell? Initiiere Nachladen. Ja, du kannst nichts machen. Maximale Sensorenreichweite. Papa könnte ordentlich was anrichten. Okay, bin unterwegs. Hoffentlich im positiven Sinne. Das würde nur... Ach, das reicht genau nicht für hier. Das heißt, das wäre nur für Julian Arnold. Das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Den kriegen wir auch anders raus. Dann lieber so. Feuer und Flamme! Der erste ist weg. Ach, schade. 3% wäre nice gewesen. So, Fen. Du bist auch hier ins Fullcover. Aber statt zu schießen, sorry Arne, genau der Richtige hat überlebt. Max sieht hier keinen. Hier sieht er einige. Teacher könnten wir umschießen. Du bist immer noch am... Okay. Chargen wir doch mal hier hin. Ja, wir sind jetzt gerade richtig aggressiv. Puh.
Das war eine echt erfolgreiche Runde gerade. Bestätigt, Überwachung läuft. Legen wir endlich los. Oh, das ist ungünstig. Genau die, die wir mitnehmen wollten. Ah, eine Blattsuche wurde ausgeschaltet. Und eine Blattsuche erhält einen Fähigkeitspunkt? Was ist denn los? Was ist denn los mit ihm? Hier ist doch... Ich gebe Ihnen eine faire Chance. Keine Ahnung, was das alles ist gewesen ist. Was triggern wir denn hier? Ach, die Chrysaliden. Machen wir, komm. Hoffentlich lohnt sich das. Kommt raus, kommt raus. Die stehen ja richtig nice. Nur, dass wir genau eine Zelle zu weit weg sind. Feuere Rakete! Ziemlich ungenau, aber. Immerhin zwei. Gerade, dass ich mein eigenes Teil nicht weggeschossen habe. Hört sich jetzt auch falsch an. Was sollen wir denn? Eyes on the target. Ein bisschen feucht. Ja, schieß doch. Daneben. Deswegen haben wir das dann auf einmal gesehen, ich sehe schon. Crap. So muss das sein. Hey, wieso suchst du die nicht ein in deiner Größe? Oh, ich finde das eigentlich ganz okay. War da nicht auch noch ein Chrysalid drin? Ich bin mir nicht sicher. Bereite dich auf eine Überraschung vor! Wir haben noch Sparky und Lupus. Geht da mal nach unten. Maximaler Schub bestätigt. Was? Der ist noch. Ich dachte, der wäre schon weg. Oh, tschüss. Gut gemacht, Max. Der war wichtig. Der war echt wichtig. So. Dann gucken wir mal, ob wir den Arne mitnehmen können. Doch, genau so. Wir schnetzeln die anderen um. Mal gucken, ob das dann schon fast reicht. Mir gefällt das auch. Vielleicht machen wir das folgendermaßen. Warte mal, wir können... Ich werde Lys jetzt mal abziehen.
Oder mit dem Ahnen. He did not survive the capture. Okay. Dann nicht, schade. Versuch was wert. Bewegung eingeleitet. Feuerschutzprotokoll aktiviert. Ich dachte, ich hätte das so eingestellt, dass man deutlich bessere Chancen hat, jemanden zu capturen. War vielleicht unnötig dann, ne? Ist es auch sicher? Jetzt sind wir halt zu fünft gegen den Chosen, eventuell noch gegen andere. Mir entgeht nichts. I'm going. Scanne Gebiet. Oh, du kannst ja gar nicht. Ach, Fan blockiert den Aufgang. Aktiviere Feuerschutz. Moving to Overwatch. Komm schon, Chosen. Zeig dich. Zeigt sich nicht. Rücke vor zum Ziel. Wir haben ihn. Einen Ruf zu verlieren, Commander. Und ich kann nicht zulassen, dass sie mich erneut vertreiben. Auserwählte in Reichweite. Angriff! Angriff! So, erstmal drauf schießen, dann drauf prügeln. Mit einer Maschine zu jagen ist keine Kunst. Wir haben den Faustschlag doch nicht mehr, weil wir da zu weit wegstehen jetzt auf einmal. Ich betrachte das mal als Anfängerglück. Wir sehen den Chosen nicht von hier. Interessant. Ja, du wirst ihn. Wobei, du könntest ihn irgendwann von hier drüben sehen. Bin schon dabei. Zu Befehl. On Overwatch. Mir entgeht nichts. So, was machst du jetzt, Jäger? Betäubungsschuss. Das hat scheinbar immer 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Genießen Sie Ihre letzten Atemzüge. Wir können ihn nicht aufpäppeln, deswegen Faustschlag in die Fresse. Und jetzt hoffen, dass wir ihn sehen. Max? Mehr als ein paar Wunden, um mich aufzuhalten, Commander. Ah, hier siehst du ihn. Bin unterwegs. Oder auch doch nicht? What the fuck? Okay, Adrenaline Rush. Mal gucken, ob das was bringt. Alles klar. Moment. Er hat Explosionsschutz, oder? Kommt 99%. Nice. Sie haben mich wieder überrascht, Commander. Vielleicht muss ich meine Taktik überdenken. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Also wenn seine Taktik ist zu sterben, sollte sie wirklich überdenken. Bestätigt. Mission erfüllt. Gut gemacht, Commander. Aber der Auserwählte ist spurlos verschwunden. Lupus, 2 Kills, 29. Letzten Mal gesehen haben, aber Sparky, 53 Schaden gemacht mit einem Kill. Papa, 244, auch hart. Fen, 5 Kills, 64 Damage. Habe ich gar nicht so stark gesehen, aber... Ja gut, er hat ja einmal geschnetzelt und geschossen, dann nochmal geschnetzelt und geschossen. Das ist schon krass. Max, 3 Kills mit 40. Und Liz, 1 Kill mit 16. Hat jemand versucht zu entführen? Ging nicht. Schade.
weil Arne den Transport nicht überlebt hat. Vertreter ließen verlauten, dass das heutige Manöver der Friedenshüter eine planmäßige Übung war. Aber ich frage mich, ob das... Na, ich habe nämlich was am... bisschen am Character Pool versucht zu basteln. Ich frage mich, ob das doch die gleichen Dudes gewesen sind, die sie am Anfang gezogen haben. Ob die halt einfach nur so lange krank gewesen sind oder verwundet, dass sie jetzt erst wieder zum Einsatz gekommen sind. Sehen wir demnächst, ob das der Fall ist oder ob die vielleicht neu gepult wurden. Mal gucken. Aber Mission erfolgreich. Entführung fehlgeschlagen. Das ist ein bisschen schade. Das zeigt, dass auch die Auserwählten verwundbar sind. Das ist auch geil. Achso, nee, doch nicht. Passt noch daran hindern, wieder aufzustehen. So, der Max. Crits plus ein Damage und Chance zu desorientieren. Covering Fire und Cool Under Pressure. Keine Ahnung, was das ist, wir nehmen's. Was sind wir hier noch? Extra Munitionsslot. Geil. Das hört sich gut an. Das kannst du mal mitnehmen. Wir sind weitaus stärker. Nur 42 Info? Ihre Fähigkeiten stehen außer Frage, deswegen. Commander. Deswegen. Vorsichtig, Max. Was macht das? Ich wollte sagen, darf ich hier? Danke. Vorsichtig. Chance nach der ersten Bewegungsaktion in einer Verteidigungsposition in Deckung zu gehen. Das heißt, wir machen ihm einfach hier keine Verteidigungsposition mehr. Haha. Nein, Schmarrn. Ach, Carolas Partner ist gestorben, oder wie, damals? Okay, komm. Dann bestätigen wir das mal. Schulter an Schulter, oder hier Arsch an Arsch. So. Wir haben hier nichts Akutes. Neue Infiltration Mission. Erlange den Gegenstand vom Advent-Zug. Ich weiß nicht, was gerade ist. Es laggt in-game ein bisschen. Keine Ahnung, was das ausgelöst hat. Also, es laggt nicht, aber es dauert teilweise, bis ein bisschen was passiert. Aber die Infiltration Mission schaue ich mal kurz an. Ach, da können wir die 41 Intel wieder mitnehmen. Aber dafür eine Infiltration starten? Nee. 20 Stunden. Gegenstand vom Advent-Fahrzeug. Legierungspanzerung hört sich nicht so geil an. Das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Wir haben da noch 20 Stunden. Das sind 29. Das kannst du halbwegs zum Timen benutzen. Crap. Huiuiuiuiui. Knäpplich, knäpplich. Experimental Rollout? Ah. Volle Gesundheit. Kriegen sie weniger Schaden. Ja, gut. Wir sollten da vielleicht nochmal gucken, ob wir einen Tech-Specialist haben. Ja. Das heißt dann wohl auch, Sparky ist wieder am Start. Blunt mit. Könnten auch Jessica mitnehmen.
Ah, nee. Ich will Pharao mal wieder in Aktion sehen. Sollen wir Crack mitnehmen, oder? Nee. Kein Crack. Die barfüßige Bella nehmen wir mit. Weil wir da natürlich noch was an die Füße packen. Und zwar... Schuhe. Was, die man jetzt gerade nicht sieht. Oh, sie hat ihre Beine verloren mit dem Spider-Anzug. Ja, nee, komm. Machen wir ganz normal. Dann Raketenwerfer passt, Shield passt. Dir könnten wir den Spider-Anzug geben. Für mehr Mobilität mit dem Flammenwerfer. Das sieht geil aus. Ja. Gefällt mir. Du bekommst aber das Ding mit der Magazingröße. Auch nicht schlecht. Chosen Ausrüstung, wieso nicht? Dann kriegst du den Exo-Anzug. Andererseits... Kann sie damit ohne Scheiß keine Medikits nehmen? Doch. Kann sie. Dann was zum Gasen. Oh, du brauchst eine neue Waffe, stimmt. Einmal Frost. Du nimmst jetzt mal die Bluescreens mit. Und... Ja, Plasma. Arc Blaster. Was kriegst du? Bisschen Drachen. Was haben wir eigentlich hier? Es steht nicht da. Kann alles passieren. Oh. Na, warte. Dann kriegst du auch die Bluescreens. Du bekommst noch die Giftgeschosse mit. Okay. Nehmen wir das so. Wir nehmen das so. Nächste Mission wird dann... Operation Geisterhafter Tritt. Mal gucken, wen wir überall hintreten. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.